ich hasse diese Pflanzenmagier immer. Ich bin wirklich gespannt, weil es gibt in dem Spiel eben so Pflanzen-Elementar-Magier bei den Gegnern und auch so Pflanzen-Elementar-Schleim. Aber Natur oder Pflanze oder wie auch immer ist im Grunde noch kein Element, das so richtig ins Spiel eingeführt wurde. Und es gibt auch keinen Charakter in dem Element. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch noch mehr Elemente eingeführt werden, weil warum nicht? Da alle Elemente in dem Spiel miteinander interagieren, wird es natürlich für jedes eingefügte Element immer komplexer, weil man ja für jedes neue Element immer auch eine Interaktion mit jedem bereits vorhandenen Element einbauen muss. Also so viele wird es dann wahrscheinlich letztendlich doch nicht geben, denke ich mir. Bin gespannt. Das Spiel gefällt mir wirklich einfach gut. Das Erkunden macht mir voll Spaß. Und wenn die da immer wieder mal neue Maps einführen, die man erkunden kann, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Und das Spiel unterstütze ich dann auch gerne. Mit ein paar Euro im Monat. Da habe ich auch nicht das Gefühl, wie bei anderen Free-to-Play-Spielen, dass mir das Geld aus der Tasche gezogen wird. Das kann ich mit gutem Gewissen unterstützen. Also natürlich in vernünftigen Maßen. Man könnte für das Spiel sehr viel Geld ausgeben, wenn man wollte. Das habe ich natürlich nicht vor. Aber hier für den Battle Pass alle 2 Monate ein 10er oder so, da kann man wirklich nichts sagen. Das ist super. Das gebe ich mehr als gerne für das Spiel aus. Wo ist denn der Gegner, der hier noch sein soll, angeblich? Ich finde ihn nicht. Ist er irgendwo durch den Boden geglitscht oder so? Na, da steht er. Naja, gut. Immer diese dreidimensionalen Räume. Damit komme ich nicht klar. Na komm, pflück die Steine von der Wand. Das Spiel hat allerdings, finde ich, jetzt schon zu viele verschiedene Währungen, wenn es nach mir geht. Und bestimmt kommen noch mehr dazu, je länger das Spiel läuft. Aber es gibt jetzt schon die Premium-Währung und die Sternchen-Währung, die Urgestein-Währung und die Gold-Währung und die Wind-Währung und die Stein-Währung. Ich glaube, das sind dann alle, aber trotzdem, das ist eh schon mehr als genug. Oh, Zufallsevent! Ein Assassin. Da kann er sich schon unsichtbar machen, wenn ich ihn einfach einfriere. Das ist schon gemein. Ah, Mist. Jetzt ist er weg. Aha, da haben wir ihn. Wo ist er denn? Wo ist er denn wirklich? Ist er runtergefallen? Habe ich ihn weggewirbelt? Ja, tatsächlich. Schön. Mir kam gerade eine Idee für den Mario Maker. Mario 3D Land Level in 2D nachbauen. Ja, das stimmt. Das ist eine nette Idee. Das wäre auch interessant, wie die sich dann machen in 2D. Da warten auch noch alle auf einen Zelda Maker, oder? Das war doch eigentlich, nachdem Mario Maker eingeführt wurde, quasi
Also zumindest hatten alle damit gerechnet, dass jetzt als nächstes ein Zelda Maker kommt, in dem man dann quasi seine eigenen 2D-Zelda-Welten oder zumindest Dungeons bauen kann. Das würde sich doch auch gerade für ein 2D-Zelda, für das erste Zelda, super anbieten. Aber stattdessen kam Mario Maker 2. Nintendo ist einfach unvorhersehbar und unberechenbar. Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen unser Geld irgendwie manchmal gar nicht. Mach doch einfach mal, was wir wollen. Aber nö. Stattdessen machen die irgendwas, was aber dann oft verdammt cool ist. Nintendo ist schon so ein bisschen die Firma, die so sagt, na komm, wir haben da mal eine Idee, das machen wir mal. Und dann hauen die das einfach mal raus und manche Sachen sind dann total genial und andere Sachen sind halt irgendwie so, kann man sich nur am Kopf kratzen und sich denken, what? Warum habt ihr gedacht, das wäre eine gute Idee? Aber so entstehen oder kommen eben auch viele Innovationen dabei rum. Das ist ja das Coole dran. Eine Fackel kommt selten alleine, aber... Ah, da ist eine. Es gibt keinen offiziellen, aber es gibt im Prinzip schon seit 12 Jahren einen als Freeware für den PC. Ah, okay. Den hatte ich Ende der 2000er. Wie es aktuell darum bestellt ist, weiß ich aber nicht. Ah ja, cool. So, und nun? Was machen wir nun? Nun schaue ich mal kurz, was ich noch so für wöchentliche Quests habe. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Oh, es ist eh schon fast 11. Die Zeit verfliegt. Meine Güte. Da geben wir ein bisschen hier erkunden und schon ist es 11. Krass. Sammel 100 regionale Besonderheiten. Oh Gott, da muss ich noch viel Besonderheiten regionale sammeln. Besiege 10 Elite-Gegner. Die haben wir heute gemeinsam gemacht, schon die ersten 3. Waren das wirklich nur 3? Der Würfel, die Pflanze und das Wasserding. Ja, stimmt. Na, aber noch über 5 Tage Zeit. Das passt schon. Ah ja, gegen den Wolf kämpfen ist nochmal eine extra Herausforderung. Sturmschreckensphäre. Ach so, das ist der Drachenboss einfach. Ach, wisst ihr was? Den machen wir jetzt. Das ist ein schöner Abschluss. Ich muss mir ein gutes Team zusammenstellen. Und da machen wir jetzt den Drachenboss zum Abschluss nochmal. Nehme ich auf jeden Fall sie mit, einfach weil sie die beste Waffe hat und der höchlöwligste Korrekte ist. Dann nehmen wir sie mit, weil sie hat ein Schild. Und dann nehmen wir sie mit, weil sie ab und zu dann einfach mal zur Not die ganze Gruppe heilen kann. Die beiden kämpfen, sie für Schild und sie heilen. Und dann wird das schon. Aber das ist cool, das machen wir. Ich werde die nächsten Tage mal ein bisschen trainieren, dann kann ich auch mal bei dir zu Besuch kommen. Das ist eh, wie oft in solchen Spielen... flacht die Progression, was diesen nicht Heldenrang, sondern Gildenrang angeht, ziemlich schnell ab. Man steigt da relativ schnell hoch auf die notwendigen Level, also keine Ahnung, aber dann wird es immer langsamer und langsamer. Was ich damit sagen will, ist, wahrscheinlich wirst du mich da hinten raus eh einholen ohne Probleme. Hey, aber jetzt muss ich noch kurz den Strand entlang laufen, bevor wir den Drachen machen, weil da hinten noch ein Teleporter, ein Schnellreise Pfosten ist, den ich gerne aktivieren würde. Da war ich scheinbar auch noch nicht. Ups. Keine Zeit, Schleimis. Da ist noch eine Kiste. Na, die nehmen wir auch mit. Weil am Strand entlanglaufen so romantisch ist. Ja, das auch. Das ist der zweite Grund.
Come on! Maschinengewehrpflanze. Was ist denn los? Ich finde, das Einfrieren sollte noch ein bisschen angepasst werden. Ich fände es da sinnvoll, wenn die... wenn es so eine gewisse Zeit gibt zwischen zwei Einfrieren, in der man nicht eingefroren werden kann. Weil zum einen ist es sehr mächtig, was ja eigentlich okay ist, aber gut. Will man vielleicht auch ein bisschen nerven gegenüber anderen Elementkombinationen. Aber zum anderen, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist es teilweise sehr frustrierend, wenn einem Gegner manchmal in so Einfrier-Kombos gefangen halten. Ich will hier gar nicht kämpfen. Ich will nur den Wurm heim begleiten, noch schnell. Komm. So. Und jetzt nix wie weg hier. Ich glaube, das wird meine Streambrille jetzt. Okay. Jetzt wird's ernst. Oh, ich hätte schon die nächste Stufe freigeschaltet. Das ist aber ein bisschen krass, Stufe 50. Soll ich das wagen? Das könnte viel zu krass werden. Los geht's! Nicht genugen ursprünglichen Harz, um eine einsame Belohnung willst du trotzdem? Ja, will ich trotzdem. Oh, das ist schon krass, Stufe 50. Naja, dann los. Ich habe ja nichts zu verlieren. Man hat in dem Spiel wirklich nichts zu verlieren außer Zeit. Im schlimmsten Fall. Insofern. Whatever. Okay. Der hat mich jetzt nur einmal kurz getroffen und mich ziemlich fertig gemacht. Ja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu krass. Ah, Mist. Na, da bin ich mal gespannt. Ah, das wird hart, aber schauen wir mal.
Na komm schon. Ah, ich hab's mir schon gedacht, wir hängen irgendwie so blöd an der Seite. Der Soundtrack hat auch was von Nier, finde ich. Dem ersten vor allem. Mein Gott! Die Plattform leuchtet auch. Warum? Okay. Hierher. Glück gehabt. Oh nein, jetzt kommt er doch hierher. Oder wie? Oder was? Keine Ahnung. Das war ein Angriff, den kenne ich nicht. Oh, jetzt fängt er auf der anderen Seite an. Oh shit, ich glaube, der beschwört jetzt zufällig immer wieder Steine anscheinend. Das ist neu, verdammt. Na dann.
kriegen wir auch noch hin. Ja, das war cool. Tschüss, Drache. Das ist so. Nicht schlecht. Epischer Schatz, kriege ich da die Errungenschaft. Ja, das war schon ziemlich episch, das stimmt. Nice. Das war ein cooler Bosskampf noch zum Schluss. Hat mir gefallen. Cooler Loot auch noch. Ziemlich gute Upgrade-Materialien. Kann man machen. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Beleuchtung so lassen will, und eigentlich finde ich die ganz gut, muss ich mir die Stirn schminken. Die spiegelt sonst so. Das ist nicht sehr professionell. Hey, Mr. Skyline. Ah, nein. Aber das wirklich jetzt. Du kommst genau pünktlich zum Ende, leider. Schade, schade. Aber am Donnerstag um 19 Uhr ist ja schon der nächste. So, haben wir noch die tägliche Quest erfüllt. Auch die wöchentliche, auch nicht schlecht. Und super guten Loot und eine Trophäe auch noch. Jetzt schaue ich mal schnell, wie viel haben wir denn zusammen? Bei weitem nicht genug bestimmt, aber immerhin, nicht schlecht. Haben wir heute einiges an Urgestein gesammelt. Sehr schön. Cool, cool. Genau, nächstes Mal wieder. Jetzt schaue ich eh noch mal kurz die Charaktere durch, ob wir irgendwen upgraden können, zufällig. Mit dem Zeug, das wir jetzt bekommen haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Na gut, sie könnte ich noch ein bisschen hochleveln. Vielleicht kriegen wir sie auf 60 mit dem, was wir haben. Das wäre cool. Ja. Okay, die Blumen und die Masken sind kein Problem, aber die Steine sind ganz neu. Brillant Brocken. Belohnung für Abenteuerstufen. Naja, da muss man noch ein bisschen grinden, befürchte ich. Schauen wir mal, ob wir ihn auf 50 kriegen. Immerhin, sehr gut. Ah ja, ich weiß, wo ich das herkriege. Die Blume, die wir heute schon besiegt haben, die droppt diese Dinger, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Fluxeisblumen. Wirklich? Ich glaube, das sind andere. Naja, egal. Auf jeden Fall kriegt man das grundsätzlich, das Zeug. Ah, da fehlen ja nur noch, wo wachsen. Die wachsen überall, oder? In der freien Natur. Die wachsen überall, die Beeren. Und da bräuchte ich nur noch 6 Stück, dann könnten wir sie auf 2 Sterne hochleveln. Und da ich sie gerne und oft benutze, sollte ich das echt mal machen. Cool. Wie sieht's hier aus? Oh, ein paar Pilze. Die Pilze wachsen an Häusern, genau. Die sehe ich immer wieder, auch in der Startstadt. Da wären 5 auch überhaupt kein Problem davon. Cool. Habe ich ja wieder kleine, schnell zu erreichende Ziele vor Augen. Hier brauchen wir auch nur ein paar Blumen. Könnten wir echt schon ein paar Charaktere aufstufen? Das ist anscheinend, das glaube ich, wieder ein bisschen schwerer. Fluxfeuerblumen ab Stufe 30. Na gut, das hält sich. Es sind halt selten, die Dinger, aber gut. Die kriegt man schon. Naja, gut.
Bei den Waffen schaue ich jetzt nicht mehr durch. Das dauert zu lange. Wobei, hier wird es mich ja schon kurz interessieren. Ah ja, warte mal. Schauen wir mal. Hauen wir mal noch rein, was wir haben. Ob wir die... Geht die bis Level 60 jetzt auch? Weil die kriegen wir nie im Leben bis Level 60 hochgestuft. Naja, aber immerhin 58. Gar nicht so schlecht. Da geht noch was. Naja, gut. Jetzt ist aber Schluss für heute. Ah, schön war's. Hat mich gefreut. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Echt ein cooles Spiel. Gefällt mir wirklich gut. Können wir von mir aus gerne öfter streamen, weil, das macht auch... Das ist auch, finde ich, ein gutes Streamspiel. Mal gucken. Mal gucken. Mario dürfen wir natürlich nicht vergessen und Geheimakte gibt es auch noch. Die Geheimakte-Trilogie wird natürlich auch noch gespielt. Aber da muss ich mich eh nach Merlin richten. Wenn die Zeit hat, machen wir das. Jo, genau. Mario ist ja sowieso auch als Patreon-Spiel gewählt, ne? Voll gut. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich Subnautica nicht mehr mit aufnehme. Weil jetzt bringen wir erstmal eine Sache fertig. Da war es ja bei der Patreon-Wahl so, dass Mario quasi eigentlich gewonnen hätte, also am Tag vor dem Stream, und eigentlich hätte ich da die Schlusslinie gezogen. Da habe ich gesagt, okay, gut, hier ist jetzt Schluss mit der Abstimmung, es gab aber kein echtes Ende, man konnte danach noch weiter abstimmen, und kurz nachdem die Abstimmung eigentlich vorbei war, hat Subnautica aufgeholt auf einen Gleichstand. Und deswegen war ich so hin und her gerissen, ob ich das noch zählen lassen soll oder nicht. Aber nein, jetzt machen wir, bei der nächsten Wahl kann dann Subnautica immer noch gewinnen. Jetzt wird erstmal die Mario-Trilogie, die 3D-Trilogie beendet. Und dann schauen wir weiter. Na gut. Jetzt aber wirklich gute Nacht. Macht's gut. Danke für Spenden, für Zuschauen, für alles. Und bis bald. Ciao.